Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Pokémon. So, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Ja, diesmal wieder mit mir, eurem treu ergebenen Präsidenten Drago. So, und wo wollen wir den hier rausklassen? Hat er jetzt den schon gemacht? Ist der jetzt schon... Immer diese Ungewissheit. Falls nicht, nein, nicht im Bericht. Falls nicht, müssen wir gleich gegen Stein-Pokémon bestimmt kämpfen. Und natürlich. Ah, oh, die Bergluft ist so wunderbar erfrischend. Ja, das stimmt allerdings. Was mir mal aufgefallen ist, dass irgendwie, ich meine, ich benutze ja nun kein super Mikrofon, ich benutze ein gutes, also ein sehr gutes Headset von Sennheiser, aber, also irgendwie ist mir aufgefallen, dass ich meine Stimme irgendwie über das Mikrofon, was ist das denn, viel höher anhört als in echt. Komisch. Sehr, sehr komisch. Woran das wohl liegt? Naja, egal. Wollen wir uns auf das konzentrieren, worauf es ankommt? Und das ist Pokémon. Machen wir nochmal einen Doppelkick. Obwohl er nur einmal kicken braucht. Aha, Level 29. Wieso ist der denn schon so weit? Georg, nein, möchten wir nicht wechseln. Mike, niemand mag Angeber. Schön, dass du schon Stufe 29 bist, aber angeben musst du damit nicht, ja? Das Angeber-Pokémon. Unfassbar. Ich verstehe gar nicht, warum Nintendo nicht mal... Oh, das war immer mein Traum. Warum Nintendo nicht einfach mal so ein richtiges Rollenspiel daraus gemacht hat, aus Pokémon. So mit einer richtig offenen Welt. Wie jetzt, die jetzt so richtig auf der Serie basiert... Also... In 3D meine ich jetzt natürlich. Also ist ja quasi ja schon ein Rollenspiel, aber... In 3D halt. Wo sind wir denn? Ach, wir sind schon... Ich frage mich, wie kommt der denn immer so weit? Ich bin jetzt schon fast wieder 3 Minuten im Gang und habe einen Trainer besiegt. Egal, aber so eine richtig schöne offene Spielwelt, alles in 3D. Oh, das wäre richtig... Ich glaube, da haben sie was verpasst. Also das hätten sie mal schon machen sollen, viel früher. Und dann am besten noch online, wahlweise, dass man da auch noch andere Trainer trifft. So ein World of Warcraft, World of Pokémon. World of Warmon. Ja, jetzt müssen wir theoretisch... Ach ja, mit diesem Geist-Pokémon. Ich meine, wer kennt nicht die Legende von... Von Lavandia mit der Musik, dass die angeblich mehrere Kinder in den Selbstmord getrieben hat. Damals in Japan, in der ersten Version, in der grünen Version. Ja, müssen wir denn jetzt hier hin? Ach so! Was ich vergessen habe. Was mir der nette Herr Kilian noch als Tipp mit auf den Weg gegeben hat. Wir haben hier doch einen Namenschanger. Pokémon-Haus, war das hier? Wir können... Glutexo können wir jetzt nicht Glumandaria heißen lassen. Das geht ja nicht. Ich bin offizieller Namenbewerter. Nein. Ja, dann doch. Glumandari. Oder ein schöner Name. Gefällt er dir noch immer oder möchtest du ihn ändern? Ändern. Wie nennen wir ihn denn? Wir nennen ihn jetzt... Glutexo. Oh, sind wir mal außergewöhnlich. Boah. Für Glurak habe ich, glaube ich, auch schon einen Namen. So. Moment, wir sind noch nicht fertig. Ich sehe schon, man kommt aber auch zu gar nichts hier.
toll, was überhaupt ein Namens, wie so ein Namensbewerter, warum schimpft der sich Namensbewerter? Der sagt, der Name ist schön, oder? Ein schöner Name. Ja, dann erkläre ich mich demnächst auch mal zum Namensbewerter. Und dann würde ich auch sagen, Kilian. Ein schöner Name, oder? Oder möchtest du ihn ändern? Es ist genau dasselbe in Grün. Ich fasse es nicht. Nein. Ach, egal, lassen wir. Zurück. Nein. Ich möchte ihn... Jetzt muss ich ihn echt noch... Was war das denn? Ach, hier sind noch solche Symbole. Oh, nein. Nein, das war ein Mist. Ach, ich hab doch getrunken, Mensch. Ich krieg's einfach nicht. Ich krieg's noch hin. Flieger. Ich finde, man sollte die deutsche Rechtschreibung so ändern. Ich meine, wenn man Ketchup jetzt schon mit SCH schreiben darf. Ja, bitte bewerte doch die Pokémon. Hat das eigentlich so gepasst gerade, oder ist da noch Platz? Ja, ein Pokémon. Die armen Pokémon. Welche? Hat er gerade gesagt? Geil. Hat gerade gesagt, Mensch, der Name ist auch viel besser als der alte. Glückwunsch. Ein Glück für dich. Ja, finde ich auch. Das war's, ne? So, wunderbar. Ich hab's schon... ich hab's im Gefühl, unsere Pokémon werden gleich um einige stärker sein, weil sie top motiviert sind mit den neuen Namen. Ich meine, wenn ich Flieger oder Mausebein heißen würde, dann wäre ich auch top motiviert und würde alles abrocken, was geht. So, wir können gleich mal gucken, was die... Wir können gleich mal gucken. Nein, das ist doch hier, das ist doch unser Freund und Kupferstecher. Gary. Rot, meine ich. Blau. Grün, gelb. Mokka Bambus, Ocker. Ich weiß es nicht mehr. Wie haben wir den genannt? Wir sind rot, glaube ich, ja. Na gut, Glutexory. Ah. Grün. Ach, es war grün, ja toll. Hallo Rot, was machst du denn hier? Deine Pokémon sehen ganz fit aus. Naja klar, nachdem sie neue Namen haben, wie gesagt, und sie sind auch top motiviert. Na ja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. Nach dem Kampf wird es nämlich so aussehen, dass deine Pokémon... Ach ja, jetzt, man hat das Radikal von ihm ja getötet auf der MSN. Gibt's ja auch diese Legenden, oder was heißt diese... Diese... Ihr wisst schon. Deswegen hat er jetzt das Radikal nicht mehr dabei. Na komm, das darf aber nicht so... Jetzt mal Volltreffer oder ein Brand hier, ja? Natürlich. Und au, Sandwirbel ist ganz schlecht. Das ist ganz übel. Das jetzt trifft erstmal wieder nichts mehr. Naja gut, ausnahmsweise, ne? Toll. Nein, jetzt schickt er auch noch... Am besten noch ein Wasser-Pokémon. Ja, ich hab's gewusst. Ach, du Schande. Ja, und das kommt auch noch. Und jetzt macht am besten noch eine Wasserattacke. Dann wechseln wir dich vorher nämlich mal lieber aus. Ja, Mirapler können wir vergessen. Wir nehmen jetzt Jake. Also gegen Grün möchte ich ungern verlieren. Das ist wie... Grün, Gary habe ich früher immer den Namen vom... von meinem Bruder gegeben.
Ja, sehe ich nicht, dass das sehr effektiv ist. Das war wohl sehr effektiv. Durchbruch. Oh, Glück gehabt. Durchbruch. Was für ein Durchbruch? Ein Blinddarmdurchbruch? Ein Bauchdeckendurchbruch? Ich. Ja. Tauboga. Nein, jetzt können wir auch noch da mit dem Dingens zu Ende kämpfen, mit der Ratte. Oh nein. Ja, naja. Ah, haha, geil. Toll, kommt aber ein bisschen spät. Mausebein. Dann bring du es fertig. Dann teilst du dir die EP mit Glutexuri. Oder auch nicht. Wir müssen... Setz auf jeden Fall mal deinen... Hyperzahn ein. Das ist schlecht. Aber es reicht immer... Oh. Es sollte aber noch reichen. Oh, was für eine verflucht starke Attacke. Oh wei. Ja, da möchte ich das jetzt mal am besten... Ist doch Pflanze, ne? Ne, ist keine Pflanze, aber der hat oben solche Büschel da, oder nicht? Also ich finde schon, dass das als Pflanze durchgeht. Ach, oh wei, ach, das ist nicht Kokowei, sondern oh wei, ach du Schande. Ah, was macht nochmal Geheimpower? Ach so, das war geheim. Natürlich. Okay, es ist doch sehr effektiv. Na gut, gegen Eier, wenn man Eier zu lange kocht oder zu lange Hitze aussetzt, dann platzen die auch auf. Wahrscheinlich deswegen. So, Kadabra. Jake. Mann, also heute habe ich es mit dem Namen. Flieger. Sandwirbel schadet nie. Das ist... Naja, gut. Aha! Nicht schlecht. Das war natürlich geplant. Und Kadabra wurde besiegt. Abracadabra, Simsala, Bim. Was? Du bist eine harte Nuss. Ich bin es wohl etwas zu locker angegangen. Rot gewinnt 900, super. Steht da nicht so selbstgefällig. Was hält er? Will er da irgendwas in der Hand halten oder so? Wie macht sich dein Pokédex, Nervensäge? Ich habe kürzlich einen Tragosso gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knogger. Ich glaube, von diesen Pokémon gibt es nur noch wenige. Also, ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Dann bis später, du Alte. So, wir müssen jetzt aber... Es nützt nichts. Wir müssen zum Pokémon Center. Da oben. Nun steht auch nicht im Weg rum. Nein. Alles klar. Wen setzen wir denn jetzt mal als Kanonenfutter ein? Texuri. Ich glaube, normale Attacken bringen ja nichts gegen Geist-Pokémon. Das heißt... Psycho-Attacken schon? Kampfattacken bringen, glaube ich, nichts. Deswegen Radfratz ist draußen. Ich glaube, dann Mike auch. Was war das denn da oben jetzt? Wo ist der Nebel? Ach was, das ist neu. Das kenne ich nicht. Natürlich. Verschwinde, böser Geist. Ich bin doch kein Geist. Aber das kommt, weil hier so viel Nebel ist, weil ihr eure Bong hier angemacht habt, Leute. Kein Wunder, dass es hier so vernebelt ist, dass du denkst, ich bin Geist. Mann, oh Mann, oh Mann. Bongraucherin bei Burger in den Kampf geschickt. Ja, ja.
du je, was verflucht er nochmal? Aua, haut er sich einen Nagel in den Kopf rein. Ja, ja. Toll, jetzt bin ich verflucht. Das war nicht so klug, glaube ich, von ihm. So, oh, oh, oh. Mensch, wo ist denn die Bong? Wo steht die denn? Das kommt davon, wenn man immer nur die, wenn man immer nur diese Quarzerei da im Kopf hat und, ach ja. Ach, wir brauchen ja noch den Silb. Ich habe nie verstanden, was das ist oder wie das ausgesprochen wird, aber ich glaube, hieß es nicht Silbscope. Wir können gleich wieder zurückgehen. Wir brauchen hier gar nicht weitergehen. Na, den würde ich mal gerne fangen. Na? Oh, Glück gehabt. Ich dachte schon, ich finde da gar nicht mehr raus. Aber das Silbscope zu bekommen, das wird wohl Kilian nächste Runde, wollte ich gerade sagen, nächste Folge auch nicht schaffen. Aber ich vielleicht übernächste. Obwohl, Na, schauen wir mal. Auf jeden Fall hat sich damit das Thema Pokémon jetzt schon wieder erledigt für diese Folge. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ach, jetzt hängt das Dingens hier wieder. So. Und dann sehen wir uns beim übernächsten Mal. Und der freundliche und für seine liebenswürdige Art bekannte Kilian wird euch nächste Folge wieder empfangen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.